Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mich ja mit meinem Setup so ziemlich arrangiert und mache jetzt die meisten Aufnahmen von der Seite aus. Vielleicht schreibt da einfach mal in die Kommentare unten rein, ob euch das gefällt. Und gleich zu Anfang möchte ich denjenigen recht herzlich danken, die immer so fleißig kommentieren. Ich habe da ganz viel Zuspruch, dass die Menschen einfach die Videos gerne schauen und mir hier beim Sprechen zuhören und alles. Also das motiviert mich immer wieder weiterzumachen. Deswegen hört damit nicht auf. Das ist so eine richtige Spritze immer wieder und die spornt mich natürlich an. Und ich versuche auch jedem gerecht zu werden und habe jetzt momentan einfach so ein bisschen Lust, in die vegetarische Richtung reinzugehen, vielleicht auch so ein bisschen vegan, was der MCC hier hergibt. Und jetzt im Sommer ist es sowieso nicht mit Boeuf Stroganoff oder so einer schweren Pizza. Ja, da will man vielleicht mal was Leichtes. Da kommt mal was für den Grillabend, wie letzt der Eiersalat. Und da habe ich auch schon gehört, der wird bald nachgekocht. Schreibt mal unten rein, wie ihr euch geschmeckt habt. Und ja, bevor ich mich jetzt wieder überschlag im Sprechen, wir machen heute den Camembert Dip. Den habe ich schon länger in meinen Favoriten drin. Und wen das Ganze interessiert, der darf gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ich habe mich hier schon ein bisschen eingerichtet mit meinem Netz im Sommer, wie gesagt, beim letzten Video schon erwähnt. Unabdingbar. Im Hintergrund läuft der Ventilator, der gibt mir immer mal so eine leichte Brise. Ich weiß gar nicht, wer das mitbekommen hat. Der ist von Tautronics. Habe ich jetzt noch so ein Fazitvideo nach 3 Monaten gemacht, obwohl der erst seit 3 im Einsatz ist. Aber gibt es ja nicht mehr bei Amazon. Wurde ja rausgeschmissen. Ich finde die Produkte jedenfalls klasse. Ich habe so In-Ear-Buds und noch viele andere Sachen. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir gehen jetzt erstmal her und decken hier ab und schauen uns an, was wir brauchen. Und zwar gehen wir wie immer hier auf die Zutaten. Liste. Eine kleine Zwiebel, 60 Gramm. Ich habe mich hier für eine rote entschieden, weil die einfach bessere Inhaltsstoffe hat. Die schmeckt auch so ein bisschen besser, finde ich persönlich, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Dann haben wir 50 Gramm getrocknete Tomaten. Ich hatte hier nur die eingelegten, die habe ich abtropfen lassen. Dann einen weichen Camembert haben wir hier, 45% Fett. 250 Gramm. Dann haben wir weiche Butter, 75 Gramm. Wir haben saure Sahne, die habe ich jetzt nicht umgefüllt dort hinten. Da sind 200 Gramm. Dann noch Salz, eine Messerspitze, edelsüßes Paprikapulver und Cayennepfeffer. Das habe ich mir einfach in so ein Schälchen hier reingemacht, damit ihr euch das anschauen könnt. Das war's. Ist nicht ja, großartig mit der Vorbereitung. Da kenne ich andere Gerichte und wir gehen sofort auf Beginnen. Jetzt haben wir natürlich schon die Arbeit und ich hoffe, dass ich das hier jetzt mit dieser kleinen Arbeitsfläche hinbekomme. Ich habe vorher sauber gemacht, deswegen kann ich das einfach hier hinlegen. Jetzt müssen wir uns nämlich erstmal die Zwiebel vornehmen und dann habe ich hier mein Rundbrett. Das gefällt mir gut, das ist schon steinalt, aber ist super. Ich habe auch jetzt heute mal dran gedacht, die Messer zu erwähnen. Ich habe ja vor längerer Zeit, ich glaube im Winter war es, hier diese Trusted Butcher Messer von Mediashop vorgestellt. Da kann man ja manche Sachen getrost in die Tonne kloppen, aber so manches ist dann halt auch dementsprechend gut. Und ich muss jetzt sagen, ich benutze diese Messer nur noch. Ich habe die schon sehr oft nachgeschliffen und die sind immer wieder richtig scharf. Und da kommt es natürlich bei mir dann auch auf die Schärfe drauf an, wie schnell ist sowas nachgeschärft. Und da bin ich wirklich hochzufrieden. Jetzt haben wir hier noch diese kleine Haut, die muss ich abmachen. Und also das wollte ich nochmal erwähnen, das ist wirklich super hier, wie man die nachschärfen kann. Jetzt habe ich mich so organisiert und weiß gar nicht, wo ich mit meinem Müll hin soll, vielleicht hier auf die Seite. Vierteln, genau. Einmal, zweimal, das reicht schon aus. Man sagt ja immer, im MCC, je kleiner das geschnitten ist, desto einfacher hat es auch das Messer. Das Messer sitzt, muss ich auch hin und wieder mal schauen. So, dann gehen wir mal 50 Gramm getrocknete Tomate dazu. Ja, das sind wie gesagt diese. Die sind noch leicht ölig hier, aber die habe ich jetzt auch nicht mit Wasser abgespült, weil Käse ist ja auch mehr oder weniger fetthaltig und die Butter sowieso. Also geben wir das hier rein. Das war's. Da sieht man noch ein bisschen die Flüssigkeit. Dann gehen wir weiter. Und 10 Sekunden, Stufe 9, schon wieder so was Heftiges. Das hatte ich ja das letzte Mal bei meinem Bowl. Dann gehen wir hier rein, alles sitzt und wir gehen auf Start. Dann
merkt man zum Schluss dann doch immer den Leerlauf. Und da weiß man dann, dass alle Stücke praktisch klein sind. Mit dem Spatel nach unten schieben. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, das hängt schon ordentlich oben hier dran. Und dadurch, dass ich jetzt keine Obenkamera mehr habe, muss ich mir das angewöhnen, dass ich euch ab und zu mit dem hier Ergebnis ja einfach das in die Kamera zeige. Ihr seht das, das ist schön klein. Das ist richtig gut klein geschnitten. Wer erinnert sich noch an meinen Böff Stroganoff, wo ich die rote Zwiebel auch, oder die Schalotten waren es, glaube ich, und da war noch die halbe Schale mit drin. Mensch, so ein Malheur passiert einem immer mal, aber ich denke, das ist ganz normal in der Küche. Also wie gesagt, nach unten schieben oder einfach so ein bisschen am Rand, so, dass das alles unten aufliegt. Ich weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt. Ich glaube, anbraten ist bei dem Rezept hier nicht mit drin. 250 Gramm weichen Camembert in den Mixbehälter geben. Soll man den jetzt in dem Stück hier reingeben? Oder da steht jetzt nichts. Ich mache den jetzt einfach mal hier so viertel draus. Und zack. Und zack. So, jetzt haben wir schon 225. Ich möchte aber ein bisschen mehr machen. Ich habe auch von den, ich verrate das euch jetzt, jetzt seht ihr das natürlich. Ich habe auch von den getrockneten Tomaten ein bisschen mehr gemacht. Wir müssen natürlich jetzt ergänzen. Ich habe jetzt 250, praktisch 200 mehr. Jetzt gucken wir mal, wie wir es bei der sauren Sahne dann machen. Aber ich denke mal, von der Konsistenz dürfte das dem keinen Abbruch geben. Jetzt Stufe 5, 8 Sekunden. Jetzt war ich mit dem Drücken zu schnell. Ich wollte noch was sagen. Jetzt ist es aber auch so laut. So. Dann gehen wir weiter. 75 Gramm weiche Butter in den Mixbehälter. Eventuell wird er vielleicht jetzt ein bisschen anbraten. Ne? Ich kratze das jetzt nochmal runter. So, jetzt zeige ich euch das wieder. Guckt euch die Masse an. Ja, das sieht schon ja, lecker aus. Bin mal gespannt, was da raus wird. Das soll ja so ein Dip werden und so eine Creme. Und deswegen sieht das schon richtig gut aus. Jetzt müssen wir wieder Tara machen. Ich hoffe, ja, manchmal meldet er Überladung oder Überlastung. Jetzt müssen wir nochmal Tara machen. 75 Gramm weiche Butter. Die kommt oben drauf. Dann geht es weiter. Und jetzt haben wir die 200 Gramm saure Sahne. Ja, da gebe ich jetzt einfach ein bisschen mehr dazu. Da schauen wir mal. Das ist dann immer so Pi mal Daumen. Ich denke einfach, in der Küche gehört so ein bisschen Improvisation immer dazu. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach 300 und ich denke, dass das funktioniert. Ihr werdet dann natürlich später das Ergebnis sehen. So, 90, das reicht, oder? Machen wir noch ein bisschen. Ich glaube, dann ist die ja schon fast leer, kommt. Ja, heute geizen wir nicht rein damit. Also praktisch gerade so ein Behälter. Könnt ihr euch mal merken, wenn das Rezept bei mir was wird, es gab ja auch manchmal Sachen, die sind nichts geworden, dann könnt ihr euch merken, ein so ein Bottich, ich weiß gar nicht, was da drin ist, 330 und zwei von diesen Camembert, ich glaube 200 Gramm und dann passt das auch. So, eine Messerspitze Salz, eine Prise edelsüßes Paprikapulver und eine Prise Cayennepfeffer. Jetzt haben wir es hier. Ich hoffe, das war trocken. Nee, war nicht trocken. Also gehen wir hier mit den Fingern rein und später, wenn euch die Augen jucken, nicht durchs Lid ziehen. Ja, das hatte ich mal mit Chili. Das geht übel aus, sage ich euch. So, dann haben wir jetzt 30 Sekunden Stufe 4. Wie gesagt, ohne Temperatur. Schauen uns das mal an. Ja, bei so kleinen oder kurzen Zeiten gehe ich natürlich dann auch nicht weg. Man hat es ja bei manchen Gerichten, dass man da 8 Minuten hat oder mal auch bis zu 15 Minuten. Aber da ist das jetzt natürlich im Sekundenbereich, da bleibt man da stehen und dann ist das in Ordnung. Das muss dann auch noch eine längere Zeit im Kühlschrank stehen. Nochmals abschmecken und servieren. Der Camembert-Dip hält sich im Kühlschrank etwa eine Woche. Das ist es nämlich. Ich finde, solche Gerichte schmecken kalt einfach besser. Jetzt will ich aber nochmal schauen, wie das hier aussieht. Von der Konsistenz. Vom Geruch her lecker. Man riecht den Käse raus. Man riecht die frischen, also die getrockneten Tomaten, also so diese Tomatenfrische. Aber was mir hier auffällt, dass ich den einfach nochmal durchlaufen lasse. Das ist jetzt so eine Creme, von der Substanz her würde ich sagen, wie so eine Thunfischcreme. Und da merke ich immer, dass die nach einem Tag im Kühlschrank einfach ein bisschen von der Konsistenz dicker wird. Das heißt, hier nochmal umrühren. Und dann mache ich jetzt eins. Ich möchte das jetzt einfach nochmal für mich noch eine Runde laufen lassen. Ja, weil ich finde,
Das kann man ja immer mal wieder machen. Also wir gehen hier praktisch zurück und jetzt können wir hier zum Beispiel die Zeit anpassen. Da gehe ich jetzt zum Beispiel, na komm her, auf 20 Sekunden und dann kann ich das jetzt für mich nochmal, na der war nicht drin, entscheiden, dass ich nochmal 18 Sekunden hier auf Stufe 4 das Ganze verrühren will. Das kann man immer mal machen, wenn einfach die Konsistenz für einen persönlich noch nicht gut genug ist. Und das kommt ja sehr oft bei den Rezepten vor, also bei mir ist das jedenfalls der Fall. So, dann sind wir gleich durch. Und dann würde ich auch sagen, wir nehmen uns mal eine Schüssel und jetzt habe ich schon wieder was. Hin und wieder stelle ich euch ja tolle Sachen vor, die ich in der Küche benutze. Und ich habe gemerkt, dass das auch ganz gut ankommt. Diese Gourmet-Zitronenpresse, die haben jetzt anscheinend auch schon viele, weil die ist wirklich toll. Und ich habe mir vor kurzer Zeit was geholt und zwar ist das Wemingo. Und ich wollte ein bisschen auf umweltfreundliche Art meine Sachen im Kühlschrank organisieren. Und das sind praktisch so Glasschüsseln, die kann man in die Spülmaschine geben, allerdings nicht diese Holzteile. Und die haben hier außen ja, so einen Ring, den kann man abmachen, das ist eine Silikondichtung. Und das Tolle ist, das zieht sich richtig fest zusammen. Das heißt, wenn ihr Lebensmittel habt, wie jetzt ein Stinkekäse oder eine Wurst und habt dann, was weiß ich, noch eine Torte da drin oder irgendwas, was halt dann mehr oder weniger auch den Geruch annehmen könnte, beziehungsweise auch im Geschmackbereich, und dann geht das richtig gut ab. Schaut euch das an. Da ist jetzt Hähnchenfleisch drin. Achtung, ja, habt ihr das? Das saugt sich richtig gut an. Also davon bin ich begeistert. Die brate ich jetzt auch noch an, weil es gibt heute diesen Camembert-Dip mit Baguette und einem frischen Salat mit Hähnchenbruststreifen. Aber genug geredet, wer sich diese Wemingo mal anschauen möchte, der kann unten einfach in der Beschreibung reinschauen. Da habe ich das verlinkt für Amazon. Und jetzt gießen wir das. Seht ihr das? Ich muss da ein bisschen rüber, damit ihr das mitbekommt, Freunde. So, jetzt gießen wir das hier rein und schaut euch an die Konsistenz. Richtig toll. Ich glaube, unsere große Schüssel passt auch genau. Ja, man sieht hier jetzt auch noch, was ich glaube ich ganz gut getroffen hat, dass ich diese roten Zwiebeln genommen habe. Ich glaube, die haben dem Ganzen auch noch ein bisschen Farbe gegeben. Man sieht so ein bisschen diese getrockneten Tomaten. Man sieht noch so leichte Brocken von dem Camembert. Das ist dann richtig lecker. Ich habe letztens wieder die Thunfischcreme gemacht. Ist auch immer wieder so ein Evergreen. Das kann man, wie gesagt, als Dip nehmen, wenn man Besuch hat und schneidet frische Gurken auf. Oder auch ganz normal mit einem frischen Baguette. Ich kratze das natürlich später jetzt aus. Aber ich will euch das jetzt so mal präsentieren, wie das immer so ist. Und das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Ja, das stelle ich jetzt in den Kühlschrank und sehr wahrscheinlich werde ich euch ein Thumbnail machen, wo das bestimmt schön auf dem Teller angerichtet ist. Aber ich würde sagen, das kann man jetzt lassen. Ein frisches Baguette dazu, einfach noch einen knackigen Salat und das ist halt was richtig Leichtes während dem Sommer, auch für den Frühling, Herbst oder auch mal im Winter. Also ich denke mal, das ist auch so ein Teil, was man immer gut essen kann und man kann es halt, wie es hier steht, eine Weile im Kühlschrank aufbewahren. Dann verabschiede ich mich wieder mit dem Blick, damit ihr Hunger bekommt und würde mich über einen Daumen hoch freuen, über neue Abonnenten. Aktiviert gerne die Glocke, da verpasst ihr keine weiteren Videos. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier aus meiner Küche auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann, tschüss!